Abdei ist Vorsitzender des Vereins IRA, die Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, ein NGO zur Wiederbelebung der Abschaffungsbewegung der Sklaverei. Ich möchte auch betonen, dass es für ihn sehr gefährlich ist, überhaupt hier zu sein, auch überhaupt den Vorsitz dieses Vereins zu übernehmen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Zu meiner Rechten, Herr Abdul Bass, Sprecher der FLAM-Bewegung in Deutschland. FLAM, deutsche Abkürzung für die Bewegung für die Befreiung der Afrikanerinnen in Mauretanien. Nein, das ist kein Widerspruch, aber wir kommen später zum Inhaltlichen. Dann Herr Delius, er ist Afrika-Referent bei der Gesellschaft für bedrohte Völker. Und ich freue mich ganz besonders auf Arita Schwarzbach-Apite, Erziehungswissenschaftlerin, Geschlechterstudien, promoviert derzeit über weiße Erziehung als Herrschaftslegitimierung. Sie ist Stipendiantin der Friedrich-Ebert-Stiftung und auch Aktivistin der Black Community. Wir werden versuchen, so langsam es geht, zu sprechen, weil Marianne da hinten noch sitzt, die ich auch nicht vergessen darf. Marianne Ballet Mudumbu, die heute die schwierigste Aufgabe hat, das Ganze hier kommunikativ zu übersetzen.